Botschaft Nummer 1196, 28, März 2018. Diese Veränderungen sind seit langem geplant. Mein Kind, mein liebes Kind, diese Karzeit ist sehr schwer für unsere Kinder. All das hat einen Grund, der böse Falt an den letzten Umsetzungen und Durchführungen seiner barbarischen Machenschaften, und schon bald werden neue Gesetze in Kirche und Ländern geltend gemacht. Habt keine Angst, die ihr mir, eurem Jesus, treu seid, denn ich werde euch zu keiner Zeit verlassen. Bleibt meinem Wort stets treu, geliebte Kinder, die ihr seid, dann habt ihr nichts zu befürchten. Meine heilige Eucharistie soll jetzt abgeschafft werden, und diese Veränderungen sind seit langem geplant und in Umsetzung. Doch grämt euch nicht, meine geliebten Kinder, denn es wird weltweit Priester geben, die mir nicht abtrünnig sind, und sie werden meine heilige Eucharistie aufrechterhalten. Wer kann nehme daran teil, wer es nicht kann, der bleibe mir, seinem Jesus, treu. Ihr müsst mich verteidigen, geliebte Kinder, die ihr seid, und ihr müsst mir ergeben bleiben. Lasst euch nicht belügen und halte der Verwirrung, die der Teufel und seine Handlanger nun noch verstärkter unter euch bringen, stand. Seid gefestigt in mir, in eurem Jesus, und betet, meine Kinder, betet. Euer Gebet ist stets das beste Mittel, um selbst gestärkt zu bleiben, und gleichsam ist es die Waffe, die die größten Unzuchten und Übeltaten des Bösen zurück, ja sogar abhalten. Verteidigt mich und bleibt im Gebet, meine Kinder. Mehr kann ich euch heute nicht sagen, in innigster Liebe. Euer Jesus, der ich bin. Amen.